Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es wieder um zwei verschiedene Trading-Abzocken, also zwei Betrüger, die sich wieder jede Menge Mühe geben, um mir irgendwie das Geld aus der Tasche zu ziehen. Beide belehre ich eines Besseren. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit diesem neuen Video. Steiner? Mein Name ist Daniel Stumpf, ich bin Ihr Kontoberater. Ich habe gesehen, Sie haben mit meinen Kollegen auch... Und hat ein Interesse gehabt zu investieren. Habe ich recht? Weiß ich nicht, welche Firma ist denn das? Wie bitte? Von welcher Firma rufen Sie denn an? Von welcher Firma? MetaTrader. Von der Firma MetaTrader. Meteor Trade. Was? Meteor Trade. Meteor Trade. Ja, kenne ich nicht. Ja, genau. Das ist eine internationale Firma sozusagen. Haben Sie schon mal was gehört von investieren oder so? Ja, von investieren habe ich schon mal was gehört, aber von Ihrer Firma nicht. Haben Sie schon mal probiert zu investieren? Ja, na, so klar. Ja, ich habe ja gesehen, dass Sie auf unsere Startseite draufgegangen sind und hatten Interesse sozusagen. Ne, wie gesagt, Ihre Webseite kenne ich nicht. Er hat also gesehen, dass ich auf seiner Startseite war. Und dadurch denkt er sich, ich habe Interesse und dann ruft man halt einfach mal an. Na, stellt euch mal vor, ihr geht auf irgendeine Webseite von der Bank und die rufen direkt an. Unfassbar schlüssig. Ja, Ihr Handelskonto wurde nicht aktiviert, deswegen rufe ich Sie auch an. Ach so. Um zu helfen und alles erklären nochmal. Herr Steiner. Was denken Sie, haben Sie noch Interesse, für sowas Geld zu verdienen? Mhm. Weil ich sehe, Sie sind ein Radiojournalist, Herr Steiner. Was sagen Sie dazu? Oder verdienen Sie genug Geld? Ich verdiene und genug Geld. Ja, und das wissen Sie, Geld muss immer arbeiten. Nee, Geld muss nicht arbeiten. Doch, Geld muss immer arbeiten. Wenn Geld nicht arbeitet, dann bleibt es immer... auf derselben Stelle und es wird nicht immer höher. Naja, das kann man so oder so sehen. Wollen Sie nicht zum Beispiel mehr Geld verdienen und Ihre ganzen Ziele erreichen, was Sie überhaupt haben? Ja, aber bei Ihnen kann man doch gar keine Ziele erreichen. Wieso denn? Wieso denken Sie so? Naja, okay. Sie haben ja gar nicht probiert und dann sagen Sie sowas. Ja, ich muss doch gar nicht erst probieren, mein Geld zu verlieren bei Ihnen. Ich weiß es doch vorher schon, nein. Da muss man es doch gar nicht erst ausprobieren. Aber wieso haben Sie so ein negativ... direkt so, keine Ahnung, dass Sie Geld verlieren. Sie können ja erstmal ausprobieren. Sie bekommen auch sogar von mir 25 Euro einen Bonus und dann können Sie mit diesen 25 Euro anfangen. Ihr Geld, was Sie reinmachen, Sie tun das nicht anfassen. Auch immer wieder können Sie das immer rausnehmen. Ja, dass genau das nicht funktioniert, das wissen wir doch beide. Wieso funktioniert das nicht? Gucken Sie, Sie haben gesagt, dass Sie schon mal was von Börse gehört haben. Wissen Sie, es gibt viele Leute, weltbekannte, zum Beispiel Elon Musk, kennen Sie bestimmt. Der investiert genauso. Bitcoin. Heutzutage ist Bitcoin richtig bekannt. Ja, aber ich brauche doch nicht mal einsteigen, wenn Bitcoin schon 70.000 Euro kostet. Aber es gibt ja noch andere sozusagen Bereiche, wo man investieren kann. Ja, das ist wohl wahr. Nur halt, das Problem ist halt, wenn man sein Geld in eine Betrügerfirma steckt und dann ein Demokonto vorgegaukelt bekommt, dann ist die Kohle natürlich weg. Ja, das natürlich, aber wir haben ja für sowas sozusagen eine Presseabteilung, wir haben Lizenzen für sowas. Über wen sind Sie denn reguliert? Wie, über wen? Ja, über welches Unternehmen oder welches Unternehmen reguliert Sie denn? Wir sind internationale Meteor Trade. Und wer reguliert Sie? Sie können auf der Startseite auch nochmal reingucken und alles anschauen. Ja, wer ist denn die Aufsichtsbehörde von Ihnen? Aufsichtsbehörde? In London. In London. Und da ist auch Ihr Hauptsitz? Genau. Und wie heißt die Aufsichtsbehörde? Verstehe ich nicht. Ja, wie die Aufsichtsbehörde heißt. Ja, genau. Und jetzt habt ihr wieder jemanden beschissen mit der Klingel im Hintergrund. Alles klar. Wieso sind beschissen? Also immer wenn bei euch die Klingel läutet, dann habt ihr, wird entweder bei euch Geburtstag gefeiert, so eine blöde Ausrede habe ich schon gehört. Nein, aber der echte wahre Grund ist natürlich, dass ihr gerade 250 Euro abgezockt habt, wie bei allen anderen. Wenn,
wenn sie bei uns klingelt, das heißt halt, ein das schlauer heißt Mensch... das ist nicht wahr. Ein schlauer Mensch hat das Geld an euch überwiesen und ihr gebt dem das Geld nicht wieder zurück. Das ist der einzige Punkt. Genau so sieht's aus. Der Typ wirkt hier allerdings irgendwie ein bisschen so auf mich, als würde der seine Geschichte selber glauben. Weiß ich nicht, ob der das ernsthaft glaubt oder hier einfach nur gut schauspielern kann. Sein Deutsch ist ja zumindest schon mal besser als das von den meisten anderen Abzockern. Ja, aber das Prinzip und das Skript, was er hier vorliest, ist genau das gleiche wie bei allen anderen Betrügern. Also da kann er sich noch so viel rausreden. Er benutzt den gleichen Satzbau wie alle anderen Kakerlaken. Tja, da geht's einfach nur darum, hallo, wie geht's dir? Einzahlen, tolle Gewinne, bla bla, irgendwelche Profite, aber alles Blödsinn. Aber gucken Sie, haben Sie schon mal was von Lizenz irgendwas Hast gehört? Du schon mal was von bandenmäßigen Betrug gehört? Und dass du, wenn ihr wirklich mal eine Razzia habt, ne? Dass du genauso dran bist, dass die auch dich einsperren dafür, das, was du gerade am Telefon tust. Gucken du bist ich damit dran. Ich tue sie nicht verarschen. Ja, natürlich verarschst du mich. Ich will ja nicht ihre Bankdaten, verstehen Sie? Weißt du, das ist bandenmäßiger Betrug, was du machst. Das ist im höchsten Maße strafbar. Doch. Herr Steiner, Sie haben du kannst mir nicht mal sagen, wo ihr reguliert seid, weil du nicht mal die Frage kapierst. Ich hab doch gesagt, wir sind in London. Ich habe nicht gefragt, in welchem Land. Ich habe gefragt, bei welche Aufsichtsbehörde. Ey, jetzt haben wirklich drei Leute, ihr habt schon drei Leute in dieser kurzen Zeit beschissen. Ihr seid ein widerliches Callcenter, wirklich. Wieso ein Callcenter? Hm. Jetzt antworte einfach mal auf meine Fragen. Von wem seid ihr reguliert? Von England kann man nicht reguliert sein. Von wem seid ihr reguliert? Das ist internationale, verstehen Sie das? Ja, und wie heißt die Regulationsfirma, die euch überprüft? Das ist international, verstehen Sie? Ja, ich verstehe, genau. Weil sowas gibt es nicht, was du mir gerade antwortest. Wieso denn? Es gibt immer eine Firma, wie zum Beispiel in Deutschland macht es die BaFin. Was macht es? In Deutschland reguliert die BaFin. Und wer reguliert euch? BaFin, hörst zum ersten Mal. Na, ist ja schnuckelig. Der will irgend so ein Finanzguru sein und erzählt mir jetzt hier ernsthaft, die BaFin hört er zum allerersten Mal. Dann redet er davon, zwischendrin im Gespräch, ja, wir sind ein lizenziertes Unternehmen. Und wenn ich frage, wer ihn reguliert, dann weiß er das nicht. Und weicht der Frage eigentlich immer nur wieder aus und sagt ja in London. Ja, aber wenn ich frage wo, dann sagt er mir das ja nicht. Also, keine Ahnung, was der sich hier dabei denkt, aber unseriöser und bekloppter geht's ja eigentlich gar nicht. Der kann auf offensichtliche Sachen gar nicht antworten, die jedes Unternehmen wissen muss, wo sie eigentlich reguliert werden. Und wer da ja das Unternehmen überwacht, ich meine, sowas fragt einfach nicht nur ein Kunde, das fragen viele Kunden. Selbst die unwissenden Kunden, die immerhin wissen, dass man da eine Finanzaufsichtsbehörde hat, die stellen auch diese Frage. Tja, aber der hat davon, so wie er es ja selber sagt, nie was gehört. Und der will dann wirklich bei einem Finanzunternehmen tätig sein? Wohl weniger. Da sind wir wieder sicher, das ist eine Betrüger-Webseite. Ja, mag ich. Also das zeigt mir schon, dass du ein absoluter Betrüger bist, der gar keine Ahnung hat und noch nicht lange im Geschäft ist. Ja, verstehe Sie, Herr Steiner. Ja, dem Anschein nach nicht. Das macht keinen Sinn, wie ich verstehe, weil ich will Sie auch gar nicht betrügen. Natürlich willst du betrügen. Nein. Such dir lieber ganz schnell einen neuen Job, weil das, was du da tust, ist gefährlich, auch für dich. Denn wenn die Polizei euren Laden stürmt, dann bist du mit dran. Alles klar, Herr Steiner. Schönen Tag noch. Ja, das wünsche ich dir auf gar keinen Fall. Ja, sobald man nicht weiter weiß, macht man sich dann schnell aus dem Staub. Man kennt's ja nicht anders. Oh, also der Typ tut mir ja schon fast leid. Der ist ja wirklich unwissend, so wie sich das hier angehört hat und wirkt. Naja, aber mit der Einstellung wird bei ihm das Glöckchen wohl weniger klingeln. Dramatisch ist allerdings, dass hier in der kurzen Zeit tatsächlich dreimal im Hintergrund die Glocke gebimmelt hat. Das heißt, mindestens dreimal 250 Euro erbeutet. Ja, das ist für die Callcenter schon recht sportlich, denn so oft klingelt's in der Regel eigentlich nicht.
gibt immer mal wieder Callcenter, die so eine hohe Durchsatzrate haben. Aber er sprach ja jetzt hier auch besseres Deutsch als viele anderen. Tja, und damit hat man sicherlich auch mehr Erfolg. Das wird das Erfolgsrezept von diesem Betrügerunternehmen sein. Mal schauen, was das Erfolgsrezept vom nächsten Betrügerunternehmen ist. Legen wir mal damit los. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Fabio Lanzler. Ich bin hier vom Blockchain System. Sprechst du mit der Stadt? Hallo? Ja. Ich rufe ihn an über eine unbestätigte Transaktion informieren, was sie in unserem System haben. Also, Herr Steiner, das heißt, Sie haben früher mit Onlinehandel Erfahrung gehabt. Stimmt das? Ja, das stimmt so, ja. Also, und wir sind informiert, weil Sie noch nicht Ihre Profite erhalten haben. Meine Profite, weil ich die noch nicht erhalten habe. Tja, scheint so, sind wir, als wären wir hier wieder bei der Masche, wo man so tut, als hätte man schon mal Geld eingezahlt und man will was auszahlen. Aber zum Auszahlen muss man wieder Geld einzahlen. Diese tolle, komische Geschichte, die auch wieder unglaubwürdig ist und naja, sollte man auf jeden Fall auch die Finger von lassen. Denn wer da dann Geld einzahlt, um Geld auszuzahlen, ich meine, das klingt schon einfach nur dämlich. Ja, aha. Was denn für Profite? Achso, stimmt das? Sie haben noch nicht eine Auszahlung erhalten. Ja, habe ich noch nicht gemacht, richtig, ja. Und also, wie viel ist da jetzt drauf? Wir haben einen Betrag, der so gelandet ist, einen einfrorenen Betrag in Ihrem Namen. Ja, hier auch nochmal zu diesen komischen Störungen am Telefon. Das hat man ja ganz, ganz oft, wenn Callcenter anrufen. Allerdings eher so bei Callcentern, die kleiner sind und recht unorganisiert. Ein großes Callcenter hat auf jeden Fall auch eine richtig große Internetleitung, weil da zum Teil tausende Telefone stehen. Also ich habe euch ja auch mal erzählt, dass ich in einem Callcenter war. Es gibt Callcenter, die haben da 3.000, 4.000, 5.000 Telefone stehen in dem ganzen Gebäudekomplex, je nachdem, was es ist. Zum Beispiel beim Kundenservice. Da kann es tatsächlich sein, dass da gleichzeitig 1.500 bis 2.000 Leute arbeiten, dann haben die da auch 3.000 Telefone stehen. Naja, man muss ja auch mal vom Worst Case ausgehen. Was so ein Telefon an Datendurchsatz hat, das rechnet man dann halt mal 3.000. Plus das, was die Computer da verbrauchen. Und was da noch sonst somit alles im Netzwerk hängt. Naja, und wenn man diese abgehackte Stimme hat, die so blechern klingt, das ist dann einfach ein Indiz dafür, dass die Internetleitung, die da benutzen, überlastet ist. Beispielsweise die Telefondaten brauchen 120 Megabyte in einer Sekunde. Die Leitung gibt aber nur 100 Megabyte her. Das heißt, da gehen Pakete verloren, weil die Leitung verstopft ist. Und genau so kommt das zustande, indem die Callcenter einfach nur eine scheiß Internetverbindung haben und man spart ja, wo man kann. Ne? Das passiert euch bei großen, bei richtig großen professionellen Callcentern vom Kundenservice, wie zum Beispiel bei der Telekom oder meinetwegen auch Vodafone, passiert euch sowas nicht. Weil die ganz einfach vorher ausrechnen, wie viele Telefone haben wir stehen, wie viele Computer haben wir stehen, wie viel Datendurchsatz braucht unsere Internetleitung. Und solche großen Unternehmen haben dann meistens auch gleich eine Gigabit-Leitung oder eine 10-Gigabit-Leitung, die man so als Privatkunde gar nicht bekommt. Und dementsprechend kann man dann auch dementsprechend hochladen. Das ist ja noch das Nächste. Man hat ja in Deutschland immer was zum Hochladen und was zum Runterladen. Das Hochladen geht in der Regel langsamer, sind in der Regel so 40% vom Hochladen, was man da nur so hat. Na, also wenn ihr 100 Mbit kauft, habt ihr 100 Mbit im Runterladen. Das nützt in so einem Callcenter nicht so viel, weil das Callcenter muss ja die Sprachqualität hochladen. Also das heißt, was übers Telefon kommt. Und da hätte man dann bei einer 100 Mbit Leitung in Deutschland durchschnittlich nur 40 Mbit zur Verfügung. Und da könnt ihr machen, was ihr wollt. Aufstocken kann man da privat eigentlich nicht so wirklich. Es gibt verschiedene Anbieter und verschiedene Tarife. Mit Business-Tarifen kommt man da deutlich weiter. Und auch mit einer Gleichschaltung, dass das Hoch- und Runterladen die gleiche Maximalgeschwindigkeit erreichen kann. Naja, und bei solchen Callcentern gehe ich mal nicht davon aus, dass die da irgendwelche professionellen Business-Verträge haben, weil dafür muss man dann auch seine Firmenlizenzen einreichen, um eben nachzuweisen, dass man auch eine Firma hat. Tja, und dadurch, dass die das sicherlich nicht können oder nicht machen wollen, damit sie nicht verfolgbar sind, wird man die Internetleitung privat anmelden. Das heißt,
Wenn man jetzt von Deutschland ausgeht, dann haben sie halt nur die 40 Mbit. Und wenn da aber schon, weiß ich nicht, 20 Telefone stehen, dann sind die 40 Mbit alleine damit schon voll. Tja, und hat man dann jetzt noch ein Telefon mehr, dann wird ja alles irgendwo gedrosselt und man hat einen Datenstau. Und dadurch wird die Qualität dann letztendlich so schlecht. Herr Steiner? Ich verstehe irgendwie kein Wort. Wie viel Euro also, habe ich jetzt? Können Sie mich hören? Ja, über 30.000 Euro Betrag, das bei uns gelandet ist. 30.000 Euro habe ich auf Ihrem Konto. Das kann ich jetzt auszahlen, oder wie? Natürlich, Sie haben die Möglichkeit, diese Menge auszulassen. Aber das einzige Problem ist, wegen dieser Menge ist eingefroren und mit dem Status unbestätigt bei uns. Aha, na ja, dann zahlen gelandet. Wir das aus. Also, Sie müssen nur Ihren Status ändern, und einen Zertifizierungsprozess machen. Damit die Menge halten lassen und natürlich ausfallen zu lassen. Also ich werde Ihnen gerne helfen, wenn Sie jetzt vor einem Computer sind vielleicht oder nutzen Sie eine Tablette. Eine was? Eine Tablette oder eine andere Smartphone. Tabletten? Nee, Tabletten nehme ich momentan keine. Eine Computer, sind Sie vielleicht vor einem Computer jetzt? Sowas besitze ich, ja. Aber was haben denn Tabletten also, mit Computer zu tun? Das ist gleich, wegen dieser eine Verbindung machen und Ihren Code lassen, damit Ihre Transaktion zeigen, Herr Steiner. Ja, naja. Und gleichzeitig um Auszahlungsprozess starten, wenn Sie wollten, natürlich. Ja, ja, das können wir dann gleich auszahlen. Soll ich Ihnen da mein Bankkonto sagen? Nicht jetzt, Herr Steiner. Das Wichtigste ist, Ihre Identität zu überprüfen und dann Sie müssen Ihren Status ändern. Also vom unbestätigt nach bestätigt werden. Natürlich, das ist eine internationale über Ihre IBAN-Nummer, aber Sie müssen erstmal Ihren Status ändern. Sie müssen eine kleine Kaution bestehen, damit die Chance haben, weil Sie haben keinen Zug in der Kapital in dem Moment. Ja, also, das wird eine Einzahlung bis zur Verfügung stellen. Um 0,006 Bitcoin, das wird ungefähr 300 Euro. Das braucht unsere Finanzabteilung, damit ihren Status zu ändern. Und was wichtig ist, Sie bekommen wieder zurück diese Menge, diese Kaution am Ende des Prozesses. Also, das können wir ja dann da gleich von dem Konto nehmen, ja. Die Prozess dauert innerhalb 72 Stunden. 72 Stunden? Ja. Aha, ja, dann. Ungefähr 3 Tage. Mhm, ja. Also, wollten Sie mit dem Auszahlungsprozess starten, Herr Steiner? Ja, damit fangen wir dann an, ja. Okay, sind Sie jetzt vor dem Computer vielleicht? Ja, in der Nähe, ja. Was soll ich da machen? Ja, um das hier nochmal ein bisschen zusammenzufassen, hier geht es nicht ums Trading, hier geht es nicht um irgendwas, das man bekommt, hier geht es eigentlich nur darum, dass man mir sagen möchte, ich kann jetzt mein Geld abbuchen. Von welcher Firma ich das Geld jetzt ja eigentlich genau abbuchen kann, das sagt man mir hier nicht. Das ist ja auch schon mal so ein Indiz dafür. Dann die tolle Internetleitung, die Lautstärke da im Hintergrund und dieses Gesamtkonzept da eigentlich am Telefon. Ja, und was man mir jetzt ja eigentlich sagen möchte, ich soll Geld einzahlen, um Geld rauszubekommen. Ja, habe ich ja schon gesagt. Klingt einfach nur unfassbar bescheuert schon. Und selbst wenn man jetzt hier mit der Aussage kommt, ja, dann gut, wenn das Gebühren kostet, na, dann zieh es doch ab von dem, was ich da eh drauf liegen habe. Ich meine, das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Der erzählt euch was vom Pferd. Und zwar, dass ihr da von euch Geld liegen habt. Da wird man natürlich dann schnell, ja, schon mal, da hat man Bock drauf, ne? Ich meine, wenn ihr hier sagt 35.000 Euro, kann man sich denken, gut, dann gibt man ja die Kohle. Ja. Und dann sollt ihr da was einzahlen. Macht ja gar keinen Sinn, weil warum? Wenn ich da 35.000 Euro auf dem Konto habe und das jetzt meinetwegen irgendwelche Gebühren kostet, von denen mir vorher nie einer irgendwas erzählt hat, ja, dann zieh doch die Gebühren einfach ab von der Summe. Ich meine, würde jedes normale Unternehmen machen. Ich meine, wenn ihr ein Bankkonto wechselt oder, ach, keine Ahnung, ihr macht irgendwas bei eurer Bank, was mit eurem Konto zu tun hat und man transferiert Geld von Konto A auf Konto B, und das kostet, warum auch immer, irgendwelche Gebühren, ist ja manchmal so. Dann ziehen sie die da halt gleich einfach ab. Aber da muss man ja nicht erst was überweisen, um es dann zu bekommen. Ergibt halt einfach gar keinen Sinn. Nutzen Sie Anydesk in Ihrem Computer?
Ja, was hat eine Anydesk damit zu tun? Sie fuchteln auf keinen Fall mit irgendeiner Fernwartungssoftware auf meinem Rechner rum. Das hat ja damit gar nichts zu tun. Sie können mir mein Geld auszahlen, aber auf meinen Computer gucken können Sie nicht. Nee, das ist nicht mein Ziel, Herr Steiner. Nicht mein Ziel, in Ihren Computer zu gehen. Mein Ziel ist, Ihnen helfen, Ihre Transaktion zeigen und mit dem Auszahlungsprozess starten. Sie haben die Maus, die Stromkabel, Sie können das übernehmen. Ja, aber ich lasse Sie doch trotzdem nicht auf meinen Computer. Da hat ja keiner was drauf zu suchen. Sie lassen mich nicht trotzdem irgendwie. Okay, ist eine Entscheidung, kein Problem. Wir müssen eine andere Lösung finden. Wenn das habe ich Ihnen gefragt. Nutzen Sie vielleicht eine Tablette oder ein anderes Smartphone? Ja, wie gesagt, Tabletten nutze ich momentan nicht. Weil Tabletten, finde ich, nimmt man nicht zu viel. Okay. Also, Herr Steiner, wie können wir das machen? Na, weiß ich doch nicht. Sie sind doch hier der komische Berater, der mich anruft und sagt, ich habe 30.000 Euro. Dann werden Sie mir doch die auszahlen können. Ich würde Ihnen gerne die Menge auszahlen lassen, aber der Problem ist der Status. Warum zahlt das mir denn nicht einfach aus, wenn er mir gerne was auszahlen möchte? Sag ich mir eine Kontonummer und fertig. Wo ist da jetzt das Problem? Ich meine, der redet die ganze Zeit davon, dass er mir Geld auszahlen möchte. Welches Geld auch immer. Ich meine, dass das hier absoluter Bullshit ist, das ist von vornherein klar. Aber, weiß ich nicht. Der will mich beraten, berät mich aber nicht. Wir drehen uns mit dem auch nur im Kreis. Und dann haben wir auch wieder das Thema Anydesk. Leute, lasst die Finger von Anydesk, von TeamViewer, von VNC und was es sonst noch so für Remote-Desktop-Software gibt. Denn da kann man auf euren Rechner mit drauf. Man kann da auch richtig viel Scheiße mitmachen. Man kann Dateien ablegen, man kann Dateien runterziehen, man sieht alles, was ihr auf dem Computer macht. Und im schlimmsten Fall kann man, wenn man ein paar Einstellungen vornimmt, dauerhaft auf euren Rechner zugreifen. Und naja, so ein Computer ist auch hin und wieder öfters mal an, wenn man nicht gerade davor sitzt. Und das kann man auch sehen. Und man merkt es auch, ob da gerade jemand sitzt oder nicht. Und wenn die sich rechtzeitig einklinken oder so einklinken, dass ihr das nicht seht, können die ganze Zeit dabei zugucken, was ihr da so macht auf eurem Computer. Das darf man allenfalls mit Bekannten und Verwandten tun, denen ihr wirklich traut. Und auch da muss man aufpassen. Denn nicht immer meint es einer gut. Das kann auch im Verwandten- und Familienkreis so sein. Ich möchte natürlich niemandem was unterstellen, aber grundsätzlich hat auf eurem PC, den Personal Computer, niemand was zu suchen, denn das Ding ist privat. Und, nicht ohnehin kann man so ein Ding Passwort schützen. Tja, aber wenn man denen dann da eine freie Eintrittskarte gibt, dann können sie an eurem Rechner rumspielen. Grundsätzlich sind diese Programme ja nicht falsch. Die haben ja ihre Daseinsberechtigung. Fernwartung eben. Ist eher so dafür gedacht, dass ihr vielleicht selbst mal schnell vom Handy unterwegs auf euren PC zugreifen könnt, um irgendwas zu machen. Man brauche ich hier tatsächlich auch öfters mal für YouTube, um eben aus der Ferne auf alles drauf zugreifen zu können, wenn ich mal unterwegs irgendwas vergessen habe mitzunehmen und naja, es ist noch nicht ganz rechtzeitig pünktlich alles online, dann kann ich das von unterwegs aus managen und sehe halt meinen Desktop. Zwar sehr, sehr klein auf meinem Handy-Display, aber zum Beispiel auf so einem iPad kann es dann doch auch schon bequem sein. Außerdem kann man sich das iPad ja auch wieder den Bildschirm vergrößern, indem man das auf irgendeinen Fernseher spiegelt. Und dann kann man aus der Ferne, wenn man noch eine Tastatur dran hat, so dran arbeiten, als würdet ihr an eurem eigenen Computer sitzen. Natürlich immer mit einer kleinen Zeitverzögerung dazwischen. Ja, aber wenn irgendjemand anderes auf eurem PC Zugriff hat, kann auch der das tun. Tja, und das will man, glaube ich, nicht. Und sollte man auf keinen Fall tun. Höchstens, wenn man irgendjemanden dafür bezahlt und das ist eine seriöse Firma, die das machen soll. Normalerweise benutzen das auch eigentlich nur Firmen und privat nutzt man sowas eher weniger, weil man da halt einfach nicht die Anwendungsfälle dafür hat. In einer Firma kann es halt schon mal sein, dass TeamViewer oder sowas installiert ist, damit die Technik ganz einfach zum Beispiel auf den Kassenrechner in einer anderen Filiale drauf zugreifen kann. Ganz logisch, aber tja. Eine Bank oder irgendein komischer fremder Typ am Telefon, den solltet ihr auf keinen Fall auf euren Computer lassen. Wir müssen Ihren Status ändern. Das können wir nur machen. Wir haben... Ja, dann sagen Sie mir, wo ich das ändern kann. Dann kann ich den Status ja ändern. Dann logge ich mich da jetzt auf Ihrer Webseite ein und drücke auf Status aktiv oder wie auch immer.
Nee, das macht unsere Finanzabteilung. Das können Sie nicht selber machen. Ja, wozu brauchen Sie mich denn? Dann kann ja, wozu brauchen Sie mich denn? Dann kann doch die Finanzabteilung da das jetzt machen. Dann gebe ich das frei, ja. Ja, und hier wird eben auch ganz einfach wieder offensichtlich, dass dieses ganze Lügenkonstrukt zusammenfällt, sobald man irgendwelche sinnvollen Fragen stellt. Weil antworten kann er nicht. Er eiert eigentlich nur rum. Und Sinn ergibt nichts von dem, was er da irgendwie von sich gibt. Achso, aber Sie müssen erstmal die Kaution verstehen, Herr Steiner. Weil wir haben keinen Zugriff in Ihr Kapital. Wir können nicht abziehen 0,006 Bitcoin vom Domain-Gate. Ja, dann sagen Sie mir mal die Domain. Wo soll ich mich denn einloggen? Ich werde Ihnen per E-Mail. Ne, Sie werden mir die jetzt buchstabieren. Können nicht selber die Transaktion finden. Das ist bei Blockchain-System. Ja, sagen Sie mir jetzt mal die Domain von Ihrer Webseite. Blockchain-System. Ja, dann buchstabieren Sie das mal. Was? B wie Barcelona. Ja, ein B wie Bertha, hm? Ja, genau. Was? Wie lange? L, eine L, wie lange? Ein L wie Ludwig. Ludwig, ja. Eine O wie Oma. Otto, ja. Eine C. Ein C wie Cäsar. Ja. Weiter? Ein K wie Kaufmann. Ja. Ein C wieder wie Cäsar. Eine H. Ja. Ein E wie England. Ein was? Ein E wie England. Nach welchen Buchstaben? Wie England. Ja, also wir sind jetzt bei... Also ich habe jetzt CH und dann ein E. Also, Herr Steiner, Sie können nicht selber Ihre Transaktion finden. Da steht nur Zahlen und Nummern. Also nur wir haben die Möglichkeit, die Transaktion, Ihre Transaktion finden. Also, ja, ich will jetzt erstmal auf der Webseite. Wir haben jetzt Block. Also ich mache jetzt hier nochmal zwei Buchstaben weg. Also ich habe jetzt ein B wie Bertha, ein L wie Ludwig, ein O wie Otto, ein C wie Cäsar, ein K wie Konrad und weiter. Blockchain. Ein C wie Cäsar. Ja. Normal. Ein H. Ein E wie England. Ja. Ein E und ein N am Ende. Also Blockchain. Oder wie? Also Doppel-E und N. Block. Und dann? Und das war's. Ja, .de, .com, .org, .eu. .com. Hier steht irgendwas, dass ich die Domain kaufen kann. Wir sind keine Online-Trading-Firma. Wissen Sie, was Blockchain ist? Herr Steiner. Ja, aber das auf die Seite komme ich hier nicht. Das ist okay, irgendwas anderes hier. Damit die bestätigte Transaktionen von der ganzen Welt und sie beschützen. Also ich versuche jetzt auf deren komische Betrüger-Webseite zu kommen. Und tja, da gibt sich nicht mal die Mühe, dass ich irgendwie deren Webseite überhaupt finde. Ich versuche hier schon irgendwie ein paar Informationen über denen aus deren Nase zu popeln. Und der ist nicht dazu in der Lage, mir seine Webseite irgendwie auch nur im Ansatz vernünftig zu sagen. Oh Mann. Tja, und dass sowas auch noch Erfolg hat, ist tatsächlich wirklich traurig. Aber was will man machen, ne? Also ich meine, mehr als die Leute so über diese Videos hier zu informieren, geht halt nicht. Ich meine, es gibt auch Polizeisachen, wo sich da so ein bisschen über Aufklärung gekümmert wird. Naja, aber jede Betrugsmasche ist anders. Und jeder Mensch, der hat auch den passenden Betrüger für sich irgendwo parat. Der muss halt nur rechtzeitig anrufen. Also, eigentlich will ich doch jetzt erstmal nur auf die Webseite. Und da bin ich irgendwie nicht angekommen. Ich bin jetzt auf irgendeiner Domain-Vermietungs-Webseite.
Also ich dachte, Sie wollen mir helfen, aber Sie können ja nicht mal Ihre eigene Domain buchstabieren. Ja, ich kann nicht so viel meinen. Also gehen Sie mit dem Computer und ich setze Ihnen die Daten fest und mit dem Ausfallprozess auch. Ich weiß nicht, was Sie machen vor dem Computer jetzt. Na, Sie haben doch gesagt, ich soll zum Computer und ich wollte jetzt die Webseite haben. Also Sie haben den Maus da, den Stromkabel, den Computer. Ja und? Was ist damit jetzt? Also können wir eine Verbindung machen, Herr Steiner? Ja, dann müssen Sie mir Ihren Webseitennamen vernünftig sagen. Dann können wir da eine Verbindung machen zu der Webseite, ja. Blockchain-System. Also ich werde Ihnen alles per E-Mail senden, Herr Steiner. Ist okay? Nee, ich möchte jetzt nicht... Ich sage Ihnen, Sie haben keine Möglichkeit, Ihre Transaktion selber zu finden. Ja, ist wieder höchst interessant. Ich habe keine Möglichkeit, meine Transaktion selbst zu finden. Das heißt, 35.000 Euro, also angebliche 35.000 Euro, liegen in der Hand von irgendwelchen fremden Leuten, die nicht mal vernünftig Deutsch können und keine stabile Telefonleitung haben. Eine Webseite dazu gibt es auch nicht. Und eigentlich hat er jetzt hier gerade wieder ganz klar gemacht, dass er irgendwie unbedingt mit der Anydesk auf meinen Computer zugreifen möchte. Warum wohl? Was hat er da wohl mit vor? Was soll das? Warum muss man unbedingt, zwingend mit Anydesk auf meinen Rechner? Erschließt sich mir nicht. Wollen Sie mit Blockchain-System? Ja, aber dann können Sie ja absolut nur ein Betrüger sein, wenn ich meine eigene Transaktion nicht finden kann. Was kann ich sein? Ein Betrüger? Genau. Wenn Sie nicht selber Ihre Transaktion finden können? Richtig. Ihre Transaktion wir bekommen vom FCA, Herr Steiner, vom Financial Conduct Authority. Ja, ja. Und da sind nur Zahlen und Nummern, also da ist keine Vernahme dazu. Das ist ein sehr tolles Märchen, was Sie sich da ausgedacht haben. Also. Glaubt Ihnen das jemand? Herr Steiner. Gibt es da viele dumme Menschen, die das einfallen? Wenn Sie kein Interesse haben, ich werde den Betrag blockieren. Wenn Sie Interesse haben, wir können eine Verbindung machen und ich werde Ihnen gerne helfen. Nee, ist ja mein Geld, dann steht mir das auch zu. Da können Sie gar nichts blockieren. Ich will denn die Kohle jetzt ausgezahlt haben. Und zwar sofort. Bedeutet, er will mich jetzt um mein eigenes Geld erpressen. Wenn ich nicht das mache, was er von mir verlangt, dann blockiert er meine 35.000 Euro. Gesteht er jetzt hier gerade, dass er kriminell ist? Denn das würde ich jetzt als kriminell ansehen. Also ich meine, wir wissen, dass das sowieso alles krimineller Bullshit hier ist. Aber der verwickelt sich selbst in seinen kriminellen Geschichten in kriminelle Geschichten. Denn das ist ja offensichtlich, ne? Der will mich jetzt hier um mein Geld erpressen. Entweder ich mache das, was er sagt, oder er blockiert mein Geld und ich komme nicht mehr ran. Sehr interessant. Ja, das verbiete ich Ihnen aber, ist ja mein Geld. Okay, wie können wir das machen dann? Na, Sie lassen mich nicht. Weiß ich nicht, wie wir das machen können. Also, Anydesk brauchen wir dazu nicht. Sie wollten das Transaktion selber finden. Ich sage Ihnen, das ist nicht möglich. Ja, und wozu brauchen Sie denn mich, oder wozu wollen Sie denn auf meinen Computer? Das ist ja komplett Blödsinn. Das eine hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun. Ihren Computer zu gehen, Herr Steiner. Sie können das Programm herunterladen in Ihr Handy, Ihr Smartphone und in eine Tablette und wir können dann eine Verbindung machen. Ja, das heißt Tablet und nicht Tablette. So blöd kann man doch gar nicht sein. Also können wir eine Verbindung machen oder nicht, Herr Steiner? Ja, auf gar keinen Fall lasse ich Sie mit Anydesk auf meinen Rechner. Das wird nicht passieren. Auf gar keinen Fall. Dann sind Sie definitiv Betrüger und Abzocker. Wussten Sie, dass Sie eigentlich ein bandenmäßiger Betrüger sind? Herr Steiner. Ja, Sie sind bandenmäßiger Betrüger. Tja, die Welt ist böse. Und zwar richtig doll. Also wenn man sich das wirklich einfach mal durch den Kopf gehen lässt, ne? Der erpresst mich hier um mein eigenes Geld, also mein angeblich eigenes Geld, dass ich das nicht bekomme. Ja, und dann legt er einfach auf. Also, tja, es gibt ja auch gar keine Möglichkeit, dass ich den jetzt erreichen kann, weil den Firmenname, den hat er ja nur so tausendmal undeutlich vorgelesen und selbst mit dem Buchstabieren war er einfach viel zu dämlich, das irgendwie hinzubekommen, dass ich die Webseite öffnen kann.
Das heißt, ich kann den gar nicht mehr erreichen. Und die Telefonnummer, mit der er angerufen hat, naja, logisch, war wie alle anderen gespooft. Das heißt, ich erreiche den nicht. Und angenommen, ich hätte jetzt wirklich 35.000 Euro da. Das heißt, ich besitze 35.000 Euro und nur weiß nicht wo. Und komme auch nicht ran. Dazu müsste ich Anydesk installieren. Es gibt zwar eine Webseite, da muss ich aber nicht drauf, weil ich sehe sowieso nicht mein Geld da. Wozu haben die denn eine Webseite? Also ich verstehe das alles nicht. Und das soll irgendwie Sinn ergeben. Das Schlimme ist, es gibt halt echt Menschen, die das glauben. Da gibt es viele Varianten, warum man sowas glaubt. Man kann in Geldnot irgendwie sein, man braucht gerade das Geld oder man ist halt einfach naiv. Gibt noch viele andere Gründe, aber schon traurig, ne? Da denkt man an den Segen, dass man jetzt Kohle hat. Naja, und wenn man da Geld überwiesen hat, ist es weg. Oder im schlimmsten Fall, wenn ihr den auf euren Rechner gelassen habt, noch viele andere Sachen, private Dinge von eurem Rechner. Naja. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Besucht uns gerne auf Twitter, da haben wir ein neues Profil. CC-Abzocke oder Callcenter-Abzocke, könnt ihr gerne mal nachsuchen und abonniert auch gerne dort die Seite. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.